sprich die hier. Das heißt, hier haben wir dann die Dualzellen drinnen. Aber ich werde das jetzt anders machen. Stone. Dann gebe ich die so daher. Und jetzt ein Holz, Holz, Holz. Wo ist die Wooden? Bin blind. Ja, dann muss ich sie nehmen. So. Dann hier von oben rein. Und hier auch eine Stone aus. So. Was werde ich schon wieder schlagen? Kann man sein, dass der zu schnell ist? Der ist zu langsam. Brauche ich mir Upgrade? Der dann ist der zu langsam. Den Strom haben wir genug. Bei Upgrades weiß ich nie so, wie viel man reinhauen kann, bis er streikt. Ich glaube, bei 10 hört er dann auf. Gut, dann haben wir mal 10 drin, schon mal, wie lange er das durchmacht. Die Kiste kann er eh füllen, wie er will. So, die haben wir schnell weg. Den Iron Chest muss ich, also mit den Chest, dann muss ich den Diamond, muss ich mich noch ein bisschen erkundigen. Diversen Webseiten, was mit denen auf sich hat, ob die normal sind und die besondere Eigenschaften haben. So, jetzt war's das. Jetzt ist hier nur das Refined Uranium drin. Ich habe 50 Frames per Second, das ist auch noch immer okay. So, ja, jetzt funktioniert das schon ein bisschen besser. Und ja, das waren jetzt die letzten. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Notfalls einfach trennen. Frisst so ein bisschen mehr Platz jetzt, aber wurscht. Solange es funktioniert so. Ich denke mal, wir werden demnächst einen Alarm. Also ich werde einen Alarm hören. Okay, die sind noch nicht so weit, dass sie alarmieren könnten. Hier kommen die 60k Coolings und hier die Tin. Den ganzen Tin. Genau, dann ist hier der Autocraft für die 60er. Hier auch wieder anschaltbar natürlich. Tier 30 und der geht in die Ecke da hier. Ups, da. Da. 30er Coolings passt. Das ist auch richtig aktiviert, also so rennt das Ganze halt. Und jetzt. Zinnproduktion, wie viel Zinn haben wir denn jetzt überall übrigens? Da müssen wir auch wieder aufpassen. Die mögen jetzt auch gerne das Intro reinfallen oder runterfallen. Ja, mit den Wasserzellen lassen wir noch weiterlaufen. So. Ich glaube, so schnell hat er noch nie gearbeitet. Okay, jetzt verbrennt er schneller, als er austreiben kann. So, was haben wir hier? Da gebe ich auch noch einen rein. Dann ist es sehr blitzschnell. So, jetzt drehen wir gleich die Quad-Core, also die Quad-Core, die 5, also die 60er und die Produktion auf. Damit wir die Kisten mal alle füllen und leeren gleichzeitig. Das heißt, der kommt dann hier rein, das heißt, wir haben jetzt den hier aktiviert. Und jetzt rennen hier auch die Platten entlang. Hier rein eben. Dense Copper Plates. Und was habe ich jetzt wieder bekommen? Oh, Kupfer. Oh, irgendwas mit dem Kupfer schon los. Yep, irgendwas. Ich glaube, der ist auch zu langsam. Warum schießt er sich da aus? Das muss jetzt aber irgendwie. Jetzt geht's. Sind das nochmal zwei verschiedene? Oder wie viele verschiedene Kupferarten gibt's denn? Naja, 76 Mods.
Frage ist halt, ob die jetzt natürlich die stacken natürlich nicht. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt doof. Flammen dran, der Chest. Ah, drinnen. Ah, das sind doch einige. Gibt es mehrere? Gibt es hier irgendwie? Komm, die sind unterschiedlich auf einer Nummer, das sieht man ja. So, das funktioniert. Da könnte man auch noch zwei Upgrades reinhauen. Nein, das funktioniert nie. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir schon Zellen haben zum Atomreaktor befüllen. Ich werde jetzt mal die Anfangsproduktion, also die hier abdrehen. Weil wir haben glaube ich schon genug jetzt da. Also die. Und den Rest lassen wir noch laufen, also für die lassen wir den Rest noch verbrauchen. Es ist schon wieder Nacht, lang sehe ich das immer. Da werde ich glaube ich eine Leiter hinmachen zum Runterklettern für Notfälle. So, jetzt haben wir hier vorne die Maschine gestoppt. Also die hier. Jetzt kommt hier mal nichts mehr nach. Die Kiste fühlt sich auch schon schön. Ja? So, die rennt noch weiter. So. Die leert sich. Und ja, die ist schon nicht schlecht. Jetzt haben wir hier. Eine Quote, sehr gut. Und wie schaut es mit den Kühleinheiten aus? Ja, 60 auch schon. So, passt, dann können wir die Transportwege für die schon mal aufdrehen. Aber immerhin noch kein Alarm. So. Vierfache Warmzelle-Transport und die höchsten von den Cooling Cells. Die kann man dann hier hinten in die Kisten, nur hier. Hier kommen die hoch. Hier ran. Und wenn der halt eben voll ist, zeigt er wieder mal Redstone-Signal und man auf Seed voll. So. Wir befüllten uns einen Reaktor. Ganz Reaktor befüllen ist ja nicht so easy going, also nur Ranzeln reinfüllt, dann macht's bumm. Man kann hier mit den Hebel die Engines aktivieren, dass sie halt dann Sachen aus den Kisten rauspumpen in den Reaktor. Die Strecke ist halt relativ lang, das dauert eine Zeit. So hier, auch wieder mit den dementsprechenden Marks drin. Ich hoffe, das funktioniert wenigstens. Hier hoch, hier raus. Dann kommen hier noch die Kühlzellen dazu. Hier darf dann alles halt durch. Wenn ich irgendwo Fehler habe, dann schreibt es mir am besten in die Kommentare. Dann kann ich das ausbessern. Ja, mein Test, Entladungstest steht hier noch. Das geht hier unten hin mit Beschleuniger. Ich glaube, ich werde aber den Beschleuniger austauschen mit dem Coal und dem Stone, weil damit das nicht vielleicht so reinfetzt und einfach im Wasser rumschwimmt. Und das kommt halt hier in den Reaktor. Hier ist noch ein Feuer drin sogar. So, hier ist der Mechanismus zum Entleeren. Das heißt, hier unten ist der Receiver. Wenn ich die Anodentleerung drücke, dann dreht er sich an. Und die Maschinen beginnen und er fährt halt hier dann alles durch, also alles raus. Er zieht halt wirklich alles raus. Das sind drei Engines und das auch wieder Redstone Engines halt. Und das geht halt dann in die Kisten, die ich da auf der Seite hängen habe. Also hier unten die blauen, auch wieder die sind die blauen. Da stehen überall blaue Kisten rum. Hier habe ich bei der letzten Testentleerung schon mal ein bisschen gewonnen. Und jetzt auch. Okay, also war noch kein Filter drin, genau. Jetzt habe ich ja hier, hier die Filter drin, ja, passt, stimmt. So. Haben wir jetzt da schon mal 60 Kugeln, ja, jetzt drehen wir mal die auf, dass die in den Reaktor kommen, dass die Engine noch ein bisschen warm wird. So, noch immer kein Alarm, das wundert mich. Noch keine einzige Kiste voll anscheinend.
Teilweise alarmieren auch die Alarme hier, wenn die Kisten leer sind, also die Ressourcenkisten hier oben. Ressourcenkiste, Wasser, Kupfer, nochmal Kupferplatten, dass die Kiste voll ist. Die Rohstoffe brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Zinn, Uranohr und nochmal Zinnkiste 2 für die Uran. Und hier die Zinnkiste 1 ist für die Cooling Cells. So. Eben bei vollen Kisten um die Transportwege anschalten. Das ist die hier. Transport, 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 Transport. Noch haben wir nichts voll, noch haben wir auch keinen Alarm. Zumindest höre ich auch noch nichts. So. Notausknopf, den muss ich umbenennen. Notaus und entleeren. So, Notaus und. Ja, ich weiß, ich schreibe schrecklich. So, funktioniert das? So, hier kommt dann noch an die Vorrichtung eben zum Anreichern von den verbrauchten Zellen. Hier eben die isolierten Wirekabel, also das ist halt unisoliert und es gibt auch isolierte mit Farben. Vorteil hier halt, sie verbinden sich halt nicht. Wenn halt hier voll ist, sieht man es nur nicht auf der Lampe. Wenn man jetzt hier in der Wand normales also Wire nehmen würde, würde sich das verbinden. Also von hier auf hier, dann hätte man, wäre es hier voll zum Beispiel und würden beide Lampen brennen. Das ist nicht sensorisch gut, aber das. Vielleicht pflege ich die Lampen auch wieder noch irgendwo hin, zum Beispiel hier oder was. Ist ein bisschen eng, aber es funktioniert so. Ja, du hast nach wie vor auf. Jetzt haben wir mal schneller noch. So, können wir jetzt die mal wieder abdrehen, wenn der Elia ist. Ah, ist jetzt wieder Nacht. Das ist die vierte Nacht, die dritte, das sind, glaube ich, vier, ja. So. Oh, ich höre einen Alarm. Schön laut auch. So, hier sind die drin. Schauen wir mal, wo der Alarm ist. Schnell runter. Ich hoffe, dass der bei euch nicht so laut ist jetzt. So, welcher ist das? Hier leuchtet er schon rot. Single-Orange-Kiste voll. Das heißt, ich drehe jetzt mal alle Transportwege auf und breche die Produktionen. Dann müsst mal die ersten Single und 10K Cooling wieder ab und. Ja, sie ist kriegt sie noch immer. So, ja. Oh, hier liegen sie schon. Nachteil an den Zellen, sie decken nicht. Hier werden sie abtransportiert und die rennen schon heiß. Das ist schlecht. Ja, das ist die Kiste noch immer. Findet sich immer ein bisschen was raus. So. Okay, das heißt, ich habe die Produktion hier angeschaltet, also ich muss jetzt die aber auch abschalten, die rennen hier schon zum Heiß. Das muss ich auch noch einbauen, irgendwie einen Überhitzungsschutz, dass ich mal messe, wie lange die wirklich brauchen zum Überhitzen und dann irgendeinen Timer dann auch stelle in der Zentrale. So. Die und die weg, die Dual und die 30K Cooling Cells. Dann sind, glaube ich, die, ja, dann sind die auch raus, sehr gut. Dann rennen nochmal die für die großen Tier. Ah, die sind jetzt oben, glaube ich schon. Ja, die sind oben. Da habe ich ja die Transportwege schon aktiviert. Genau hier. Das sind die Quote, die letzten. Und es fehlt an Dense Copper. Ja, ich habe die Copperproduktion. So, nachdem man die halt abdreht, die Produktion, die Kupferproduktion. Wenn man hiervon abdreht, dann steht halt alles. Aber es hat schon seine Richtigkeit. Ich kann hier Notfall nochmal auftreten. So. Die können wir jetzt auch abdrehen, die letzten Produktionen. Die Tests ganz rein immer. Und das sind jetzt die Transportwege. Sehr gut. So, der aktuell noch nicht mehr aus, weil wir hier nicht aufgedreht haben. Das werden wir aber jetzt gleich machen. So. Okay, der rennt noch immer. Interessant. Woher kriegt er seinen Strom? Ah, ich weiß schon hier von den Blöcken. Hier, das ist die Rückseite mit den Receiver und Transmitter und hier die Notenblöcken. Ich reiße jetzt einfach mal die Notenblöcke weg.
Ja, so also Bing machen die eh nix, so. Wenn man Luftspalt zumindest haben, dann müsste der Motor auch aus sein. Ja, jetzt sieht's aus. So. Hier haben wir 30k. Die haue ich jetzt in einen Reaktor. Und, oh, keine 10k, die haben wir alle verbraucht. Hm, schade. Ja, das ist falsch beschriftet. Hier stehen noch Cooling Cells. Die Cooling Cells sind nämlich hier. Hier sind die Quad-Uran. Also ich beschrift auch eigentlich immer auf Englisch. So, Dual. So, jetzt drehen wir mal hier kurz auf. Dass wir, sagen wir mal, 3 in den Reaktor schieben. Es geht relativ langsam, weil die Engine noch kalt ist, noch immer. Noch immer ist cool. Und ja, mal schauen. Also wenn ihr noch was vom Reaktor sehen wollt oder vom Gebäude, schreibt es mir in die Kommentare. So, das waren schon 15. Dann mache ich vielleicht noch ein Video. Ich habe auch eine Kopie von der Map erstellt hier. Und da werde ich dann vielleicht mal den Reaktor hochgehen lassen und schauen, wie groß der Schaden ist durch eine 5-Block dicke Mauer. Es ging von mir darum, dass der Reaktor so weit möglich weg ist von den Produktionswegen da unten. So. Ja, die brauchen jetzt ein bisschen länger. Schauen wir mal hier rein. Hier sind auch die coolen Cells drin. Aber noch nicht wirklich sehr viel. Hier kommen schon die nächsten. Die sind halt relativ langsam. Hier klang die Uranzellen flitzen vorbei. Dann muss ich hier ein Goldohr, also ein Gold reinhauen. Golden. Und dann das dementsprechende Pipe. So. Leer und voll. Jetzt nehmen sie schneller. Und das wird wieder dunkel. Ich hoffe, dass mit meiner Framerate beim Video passt. Denn habe sie ein bisschen runtergedrückt jetzt, weil ich nicht wusste, wie stark Minecraft das frisst oder beansprucht. So. So, dann warten wir, bis die Zellen im drin sind, im Reaktor. Da die AD-Strom, ganz wichtig, und die auch immer wieder mal kontrolliert, ob die Strom haben oder nicht. So, dann jetzt kann man die Transportwege, glaube ich, schon abschalten. Schaue ich mal dann Testfrequenz bleibt an. Immer. So. Oh, hier haben wir noch Single-Uranzellen, die hole ich mir auf jeden Fall. Die Dual sind leer und die Quad auch gut. Das heißt, Single hat auch ziemlich viel produziert noch. Das heißt, die hole ich mir. So, und bei den Cooling Cells. So, Single-Uranzell. Das funktioniert. Und die ist leer. Ich finde das theoretisch. Ich finde das sehr interessant, wo sind meine Cooling Cells alle hin, die ich zu viel produziere. Ich glaube, ich werde die Kreise nochmal für die Cooling Cells aufdrehen. Ich habe zu wenig. Ich finde, wir sind viel zu wenige. Ich habe hier mal eh nicht nirgendwo einen bösen Überraschungsgast hier drin. Nein, ich fehlt noch einer. Toll. Gelb die. Das hatte ich doch sie noch einmal schnell. So, Dance Copper. Und wirklich war das jetzt rot, genau. Das ist ein ich hoffe, ich mache das richtig, wird das nie wieder erklärt. So, Alarm höre ich auch keinen mehr. Gut, so. Jetzt haben wir mal noch ein paar Uranzellen in den Reaktor. Dreht den Reaktor schon mal auf. Ui, wir haben Temperatur und wir haben auch einen Output.
Sehr gut. Das heißt, jetzt ja aufpassen. Ich habe schon mal das hier auch. Okay, die ist noch da. Die wird wahrscheinlich alle Cooling Cells reingepumpt haben. Oh, die Kiste ist langsam voll. Drücken wir es noch zwei, drei an. Wenn er heiß rennt, dreht er sich hier ab. Das ist das Schöne an der Überhitzungsschutzschaltung. Also bei 8000 ist Schluss, dann ist ein Ende im Gelände. So, das reicht. Das sind jetzt da drei Uranzellen mehr. Schauen wir mal, wie wir drin haben. Yep. Und man muss halt dann leider Gottes noch immer ein bisschen per Hand nachjustieren. Weil es schlichtet sich nicht so, wie man es gern hätte. So. Sehr gut. So, ich muss jetzt einmal die Cooling Cell Produktion auch aufdrehen. Unbedingt. Und da haben wir schon ein bisschen Temperatur. Sieht man hier im Balkenteil immer größer wird. So. Der Grün, boah, der steigt aber schnell, dann siehst du los. Jetzt sind wir schon bei 2000, so. 6000er Cooling. Produktion starten. Kupfer und Zinn genauso. Jetzt haben wir die kompletten Produktion, außer halt die Uran, die brauchen wir dabei nicht mehr. Single Uranzelle, die Transport stoppen wir jetzt da. Die soll er weiterverarbeiten. Warte mal, wie viel Temperatur haben wir jetzt schon? Ja, die ist ja konstant. 50 EU pro Tick, das ist nicht viel, aber 3 Stunden, das ist schon immer etwas. Ne, glaube ich, hat es auch schon eine Stunde drauf. So, machen wir mal zum Mittag. Und so, ich drücke jetzt hier noch eine 10K rein. Ein 10K halt dazu nicht viel aus, aber besser als nichts. Dann werden wir jetzt da die automatischen Transportwege für die Cooling Cells hier dann aktivieren. Dann nehmen wir hier herkommen wieder. Dann muss jetzt unten noch hochfahren. Also unten halt schon nur 40 Euro pro Tick. Könnten den theoretisch noch ein bisschen mehr ausreizen. So, die Speicher sind unten voll. Das sind die Speicher nämlich für die Schienen. Schauen wir mal, die Produktion hier rennt. Irgendwas um die Ohren fällt. So, das Problem haben wir gelöst anscheinend. Das produziert halt dabei kein wirkliches, also keine Uranzahl. Dann die Cooling Cells, die sind jetzt wichtiger. Habe ich so nicht Ressourcen, dass der, es fehlt an Tin. Also das Problem am Tin, weil der Tin der pumpt ist auch hier rein. Ja, ist zwar immer mal Upgrades. Upgrade. Mal so auf 8. Okay, komm, dann ist das ja blitzschnitt bei 9 streikt da. Ja, da streiken die. Ja, das passt so. So. Ja, hat das jetzt auch noch genug? Okay, ja, da haben wir noch definitiv genug. Dann muss ich immer die Produktion hier aufdrehen, die Ressourcenproduktion. Ja, auch wenn man die Ressourcen drauf. Warp. So. Ja, die ist hier oben. So. Die Temperatur scheint jetzt konstant zu bleiben, so wie der Output. Ich habe hier einen BU-Reader. Der müsste. Er zeigt ein bisschen mehr an. Da verliert ein bisschen viel auf die Distanz. Er sagt so irgendwie, es
Zwar weniger produziert, aber scheint doch irgendwie mehr zu sein. Temperatur. So. So. Die drückt man auch daher. Theoretisch könnte man auch die eine, die man auch noch daher und so. Ein bisschen da aufheizen. Ganze Geschichte. So. Einmal kurz. Ich werde jetzt mal darunter ein paar Barren da in die Kiste legen. Nicht, dass uns da vielleicht noch die Raptor zu heiß rein, wenn wir einfach zu wenig Kühlung haben. Boah, die ist voll. Huiuiui. Dual haben wir auch welche und ein Quad. Ich glaube, da verschwindet irgendwie ein bisschen was. Oder es muss einfach mehr rennen. So, das drücken wir wieder ab. Wieder Dreieck, das passt. Oi. Oh, ich habe einen Kupferbrunnen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, da muss ich da irgendwo ein Problem. Wahrscheinlich wieder mit denen. Ist die Produktion hier ein bisschen langsamer, kommt mir vor, von den Kühleinheiten. Das ist wahrscheinlich schon 10 Minuten mal Kühleinheiten vorarbeiten lassen und dann ist die Uranzellen ab, also aktivieren. Und wo hat es noch einen Hund? Ich glaube, das sind die, was er da jetzt ausspuckt. Ja, die spuckt er da aus, warum auch immer. Wie viel gibt es denn da jetzt davon eigentlich? Den hier, dann das Ohr. Ich schalte jetzt mal raus und den Tint auf grün. Vielleicht machen wir nicht jetzt. Passt. So, irgendwie spuckt das noch immer. Oder der 5 die werden schon wieder heiß. Man hört die nicht, aber teilweise muss man aufpassen, dass die nicht heiß ist. Das Grün, das passt. Warum spuckst du die aus? Das ist irgendwie eine andere Pipe. Hier. Das schaut uns so aus. Interessant, so. Denkt man, wird das ganze Video überall zu leise sein und die ganzen Videos über. Wirft das hier aus, oder? Warum? Ah. Deswegen. War klar. Irgendwas verstopft immer den Rachen. So. So. Fangen an. So, da holen wir uns auch als Upgrades, dass es schneller geht. Noch 3 Stück. Ich weiß nicht, wie viel man da rein tun kann, wirklich. Das. 9 dürfte doch funktionieren. Dann Finance. Da bin ich gespannt. Wenn ihr die Map als, also die Map als Download wollt, ich will mal ein bisschen was modifizieren, aber vielleicht gebe ich sie dann mal frei, wenn sie fertig ist. Also das letzte ist nur, weil sie mit der Wiederanreicherung der verbrauchten Uranzellen und dann war es das eigentlich. Also und ja, der Wassereimer-Problem da vorne, oder das Eimer-Problem. So,
Da legen wir jetzt ein paar Platten rein.